begleitet mich heute zu Tag 2 hier in Disneyland Shanghai. Hallo, mein Lieben, schon wieder eingeschaltet zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem weiteren Video aus Disneyland Shanghai. Zu Tag 2, unserem zweiten und auch letzten Tag, weil wir ja morgen wieder nach Hause fliegen. Ja, es ist relativ früh, wir haben 7 Uhr morgens. Wenig Schlaf, aber wir kennen das von Disney, das bin ich anders gewohnt. Urlaub und Disney passt aber nicht zusammen, lange schlafen, ausruhen. Ist nicht. Und hier ist Early Entry, also was im Prinzip unsere Extra Magic Hours sind. Die fangen schon um 7.30 Uhr an. Der erste Bus vom Hotel zum Park ist um 7.05 Uhr. Und ja, die Asiaten mögen es, sich lange anzustellen und sich früh anzustellen. Dementsprechend haben wir jetzt, glaube ich, also 5.07 Uhr, glaube ich, war ich hier und die Schlange ist endlos lang schon zum Bus. Mal gucken, wie viele jetzt kommen, ob es genauso ist wie am Feuerwerk, nach dem Feuerwerk, dass viele Busse direkt auf einmal kommen. Ich lasse mich mal überraschen. Das ist alles hier auch ein Neuland für mich. Also wer Disneyland aus Amerika kennt oder Paris, muss sich hier auch nochmal auf andere Sitten und wie soll ich das sagen? Also auf andere Verhaltensweisen einstellen, weil die Asiaten halt nochmal anders sind. Aber es ist in Ordnung, das mache ich gern mit. Und ich freue mich jetzt auf Tag 2 und morgen im Flugzeug wird dann halt geschlafen und ausgeruht. So ist das halt, ja. Wir fahren jetzt im Shuttle und dann, was ich zuerst mache, ich wollte eigentlich nach Zootopia gehen. Ich wollte nochmal die Attraktion fahren, die bin ich gestern schon mal gefahren, die ist richtig cool. Und es gibt auch eine Single Rider Line, weil meine Begleitungen sind noch im Bett. Dem wollte ich es nicht antun, so früh aufzustehen. Die sind natürlich auch schon etwas älter. Und es ist auch einfach anstrengend den ganzen Tag. Gestern sind 20.000 Schritte gelaufen, der Park ist riesig. Wollte ich ihnen das einfach nicht antun. Die wissen, wo sie hin müssen, wie sie in den Park kommen. Also hoffentlich drückt mir die Daumen, dass sie das schaffen. Dann treffen wir uns zu einer Uhrzeit an einem Treffpunkt dann im Park. Das ist krass. Die verkaufen hier in der Warteschlange Frühstück. Das ist schon krass. Also ist ja nicht mal Service. Das ist, glaube ich, Milch. Ja, das ist Milch und dann gibt es Kekse, Mickey-Kekse und so. Aber ich nehme mal was im Park. Aber echt mal cool eine Sache, muss ich sagen. Mit Kartenlesegerät. Also das ganze Administrative ist hier nicht so einfach. Meine Mama und ihre Freundin können später nicht ohne mich reinkommen, weil auf meinen Reisepass die ganzen Tickets registriert sind. Heißt, ich muss sie später wieder draußen abholen, wieder zur Guest Service. Ich mache dazu aber noch ein Tipps und Tricks Videos zu Hongkong und Shanghai und auch ein Q&A. Also wenn ihr eure Fragen dann da loswerden wollt, ich beantworte sie, so gut es geht. Ja, die Bildschirme kommen mir bekannt vor. Aber noch jetzt in Paris auch. Ja, hat Shanghai Disneyland auch. Ich weiß nicht, ob sie es vorher schon hatten, aber ja, haben sie jetzt hier auch. Ihr seht, Mickey Avenue, was wir als Main Street kennen, ist gar nicht so groß. Hier könnt ihr, glaube ich, Charaktere treffen, die Duffy und Friends, das mache ich aber nicht. Hier könnt ihr auch jemanden treffen, ich glaube auch irgendeinen Charakter. Also die warten jetzt alle hier schon für 8.30 Uhr. Ich glaube, die warten hier auch schon für irgendwas. Also sogar Linien auf dem Boden. Ich glaube, hier gibt es so eine Willkommensshow oder so. Um 9.30 Uhr, da warten die auch schon. Also das sind die. Das bin ich in Disneyland Paris. Wenn irgendwas irgendeine coole Show ist, dann sind wir das ja auch. Aber hier mache ich das jetzt nicht mit. Ja, im Prinzip habt ihr dann noch einen großen Shop. Das ist vergleichen mit dem Emporium auf der Seite. Das checkt sich über die ganze Fläche da. Und dann war es das im Prinzip schon. Hier habt ihr noch ein bisschen was zu essen. Und ja, das war im Prinzip schon die ganze Mickey Avenue. Hier habt ihr die coolen Figuren noch, die ich echt schön finde. Und ja, gehen wir mal weiter. Ja, die stehen anscheinend auch schon für irgendjemanden an. Also die Asiaten und warten ist auch echt crazy. Was sie für Charaktere auch warten, vor allem für die Duffy und Friends Charaktere.
Könnte sein, dass hier Cookie N ist, weil alle möglichen Leute hier Cookie N Sachen anhaben. Genau. Wäre ich länger hier, würde ich mich wahrscheinlich auch anstellen, aber nee, dafür ist mir die Zeit jetzt zu schade. Hier haben wir noch so ein schönes kleines Café, was ich auch echt schön finde. Und hier rennen auch alle. Also hier sind wirklich alle am Drängeln, am Rennen und so weiter und so fort. Ich mach's nicht so schnell. Und hier haben wir auch eine Waldstatue, die ich echt cool finde. Sowas fehlt bei uns tatsächlich in Paris, finde ich, vom Schloss. So eine Walt Disney-Statue. Ja, machen wir erstmal hier ein paar Fotos. Karussell. Wir laufen jetzt mal durch den Garten of Imagineering oder Imagination. Oh Gott, diese Namen hier. Ich glaube, Garden of Imagination. Imagineering, glaube ich, macht keinen Sinn. Ja, schauen wir uns noch mal ein bisschen noch mal hier um auf dem Weg nach Zootopia. Hier haben wir schon überall die Osterdeko. Die ganzen kleinen versteckten Eier mit den Charakteren. Sowas fehlt mir tatsächlich in Disneyland Paris auch, so diese Frühlings-Osterdeko. Ja, gucke ich mir jetzt gerne noch mal hier genauer an. Hier haben wir Lilo und Stitch. Haben wir noch die Charaktere von Zootopia da hinten. Natürlich blüht hier noch nichts, weil es gerade erst anfängt warm zu werden. Hier haben wir Olaf und Sven. Ich glaube, es sieht echt schön aus, wenn hier alles anfängt zu blühen. Dann haben wir hier die Zootopia, den Zootopia Donut. Das finde ich echt cool. Und hier auch die Charaktere. Dann haben wir hier noch Nick und Judy in so einem Busch, in der Buschoptik. Ja, sowas mag ich tatsächlich auch. Das hat ja sowas ein bisschen wie von Epcot Garden und Flowers and Garden Festival. Mag ich sehr. Schauen wir uns nochmal um. Ich sehe da hinten noch May. Heißt die May von Red? Ich glaube, die heißt May. Übrigens, hier laufen alle durchs Bild, hier wartet auch niemand. Wenn jemand sieht, dass man auf ein Bild wartet, ist egal. Wird einfach durchgelaufen, ist hier tatsächlich gar kein Ding hier. Also es ist so eine Art Fantasyland hier. Wir haben hinten ja das Karussell, da hinten ist hier Dumbo, was gerade aufsteigt. Hier haben wir den Panda. Wie gesagt, da hinten dann einmal Dumbo. Also im Gardens of Imagination ist so eine Art Fantasyland hier. Ich finde den Garten echt schön, also sieht echt schön aus hier mit dem Schloss im Hintergrund. Aber für mich ist es ein bisschen zu klobig. Es ist schön, aber es ist ein bisschen zu klobig. Hier haben wir auch nochmal die Toy Story Eier. Also jetzt kann man auf jeden Fall hier schöne Schlossbilder machen, weil noch kein Mensch ist. Ich muss mir heute auf jeden Fall noch ein paar Shows angucken und die Parade von gestern möchte ich mir auch noch mal von der ersten Reihe angucken. Also ich will mal wieder die Castle Stage Show gucken und es gibt auch noch mal so eine kleine Toy Story
Zootopia Pre-Parade und noch so eine Street-Festival und die Parade. Also, das muss ich mir alles anschauen. Jetzt gehe ich erstmal nach Zootopia und brauche noch was zu trinken und zu essen irgendwann. Aber das sollte hier kein Problem sein. Ja. Da sind wir wieder. In Zootopia. Wie gesagt, man muss sich hier von oben nach unten alles mal anschauen. Alles richtig süß. Ja, hier gibt es auch eine Single Rider Line für die Attraktion, die ich auch gleich nutzen werde. Hier gibt es Popcorn. Aber das hole ich mir jetzt nicht zum Frühstück. Ich mache jetzt noch ein paar Fotos, bevor die ganzen Menschen um 8.30 Uhr hereinkommen. Weil um 8.30 Uhr macht der Park ja offiziell auf. Und dann gehe ich zur Single Rider Line. Schaut euch mal hier diese Ampel an. Richtig süß. Übrigens erwähne ich es auch gerne nochmal in diesem Video. Wasserspender gibt es hier überall auch. Könnt ihr auch euer Wasser auffüllen. Oder gehe ich durch die normale Schlange? Dann sehe ich auch mal den Animatronic. Ich glaube, ich gehe durch die normale Schlange. Es geht noch aktuell. Wartezeit ist... Ach, komm, App, 10 Minuten. Ist okay. Die Leute da vorne warten schon auf Judy und Nick. Hier kann man sie auch antreffen. Das mache ich jetzt aber auch nicht. Obwohl, die kommen um 8.30 Uhr, es geht noch tatsächlich. Das sind halt alles so Sachen, die ich in Paris mache, so früh sich anzustellen irgendwo. Aber jetzt muss ich halt die Zeit nutzen, um mir alles hier anzuschauen. Ich kann euch leider nicht die ganzen Details sagen, was man hier so sieht. Weil ich Zootopia, glaube ich, einmal geguckt habe. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, von wem, was das Haus ist oder was es mit sich auf sich hat oder so. Das heißt, ich kann euch da nicht so viele Details zu erzählen. Aber die Zootopia-Fans werden schon wissen, was ich hier so zeige. Hallo! Schon in Hongkong aufgefallen, wenn da steht 10 Minuten, dann bedeutet das, man läuft 10 Minuten durch die Warteschlange und man steht gar nicht an. Diese Warteschlangen sind so unendlich lang zum Durchlaufen. Gefühlt 8 Kilometer lang, klar. Hier stehen manchmal auch sehr, sehr viele Menschen an, aber man läuft wirklich fast 10 Minuten nur durch die Warteschlange. Die Offices. Ja, lohnt sich schon mal durch die Warteschlange zu laufen. Oh.
sich echt mal hier durchzulaufen. Kommt da jemand? Weiß ich nicht. Ich gehe mal kurz weiter. Also der, weiß wieder, ich bin nicht im Zootopia-Thema drin. Der mit den Hörnern. Das ist sein Office. Aber ob der jetzt da als Schatten rauskommt, weiß ich nicht. Auch nochmal ein Office. Verschiedenen Abstufungen von Größe, von 0,1 Meter bis 3 Meter. Oh, jetzt kommen wir ins Gefängnis. Oh. Also was man durch die andere Line alles skippt, ist schon krass. Das Gefängnis. Also es gibt auf jeden Fall genug zu sehen in der Warteschlange. Oh, hat ein Kissen von seiner Mami. Remember, a clean inmate is a happy inmate. Ne? Man kann schon ans Waschen denken. Oh, hier ist eine Badewanne. Aber ein guter, gutes Gefängnis. Schau nicht die bösen Augen an. Da ist keiner drin. Da oben. Also diese Warteschlange ist 8 Millionen Meter lang. Wird jemand auch gewütet? Wollte jemand ausbrechen? So, Police Department, nähern wir uns jetzt dem Ziel. Okay, also da sind wir gerade eben reingekommen, da ist der Animatronic. Hallo. So, hier sind wir gestern reingekommen, also wir haben echt viel geskippt. Oh!
Jetzt sieht das Ganze auch schon wesentlich entspannter hier aus im Shop. Schauen wir uns doch mal, um was es hier alles für Zootopia-Merch gibt. Ja, hier gibt es noch so ferngesteuerte Autos, Luftblasen, Seifenblasen. Hier gibt es Schlüsselanhänger. Ich glaube, mein Kopf ist zu klein. Dann gibt es da unten diese zum Drücken und hier die Ohren und dann gibt es dasselbe mit Nick. Hier einmal oben mit so einem Hamster. Dann nochmal die dicken Kopfbedeckungen. Also Shanghai kann wirklich dämliche Kopfbedeckungen. Da gibt es hier noch Klamotten, so ein Hemd, Ohren. Das finde ich echt süß, muss ich sagen. Das Kleid auch. Ja, keine Ahnung, was das Hemd kostet. Werde ich mir auch nicht holen. Hier gibt es dasselbe mit dieser Gazelle. Noch ein paar Klamotten. Sieht aber für Kinder aus. Und noch ein bisschen Schmuck. Ja. Und hier haben wir noch Patches. Und einen Reisepasshalter. Flipflops. Regenschirm. Ein Karottenregenschirm. Und da haben wir nochmal dämliche Kopfbedeckungen. Die ziehe ich nochmal an. Ich sag ja, Shanghai kann dämliche Kopfbedeckungen. Die sind alle so. Ich weiß, es steht mir, aber wenn ich da dann in Disneyland Paris rumlaufe, dann guckt mich ja jeder wie ein Horst an. Verlassen wir den Themenbereich wieder. Sehr schöner kleiner Themenbereich. Wer Zootopia liebt, wird sich auf jeden Fall hier die ganzen Details sehen und finden. Und die Attraktion ist aber der Knaller. Also die Attraktion ist da, wenn man, also von der Technik her noch ein bisschen besser als Mickey's Runaway Railway. Und deswegen, die Attraktion ist echt top. Winnie-Pooh-Attraktion steht natürlich der Merchandise-Shop, wo ihr dann auch verschiedenes Merchandise kaufen könnt. Genau, hier habt ihr auch jetzt, hier gibt es Schulterpuppen mit den Winnie-Pooh-Charakteren. Ja, hier gibt es diese stehenden Figuren, hier gibt es Klamotten und Plüschis und Umhängetaschen und so. Also Winnie-Pooh ist ja auch ein großes Thema. Hier gibt es auch Teetassen, aber es sind keine Teetassen, es sind Honigtöpfe. Auch süß. Es geht los!
aufpassen, dass meine Mütze nicht wegfliegt. Weil ich drehe mich ja selbst nicht. Also ich habe keine Hand frei, um mich nochmal um mich selbst zu drehen. Und weil es so schön war, heute nochmal. Also nochmal Pirates gefahren, ohne Kameras. Ich habe mir das Ganze mal angeschaut, so komplett von allen Seiten. Und es ist einfach krass, was da für eine Kulisse aufgefahren wird. Mit den Schiffen, mit den echten Schiffen, mit dem Bildschirm, mit der Technik. Also die Attraktion ist echt anders geil. Also, das ist schon echt eine richtig krasse Attraktion. Also gefällt mir echt gut. Ja, auf gar keinen Fall entgehen lassen. Übrigens werde ich auch noch alle, also soweit ich Onrise habe, werde ich die auch noch separat als komplettes Video auf meinem Kanal hochladen. Weil das komplette Video jetzt hier hoch ins Video zu packen, würde den Rahmen sprengen. Deswegen wird es separate Onrise-Videos geben. Ja, ich habe Hunger, habe nichts gefrühstückt und jetzt gehe ich zu Cookie Ann's Bakery Café. Das sieht süß aus. Schauen wir mal, was da so alles gibt. Gibt es auch Milchshakes. Die sehen auch mega süß aus. Ich weiß mal, einen Kaffee. Ah, hier gibt es auch Merchandise mal wieder. Warum auch nicht? So, schauen wir mal, was es denn hier so zu essen gibt. Hier gibt es Croissants, hier gibt es so Tigger Donuts, Mini Mickey Shape Donuts. Ach, wir gehen weiter. Hier gibt es so Törtchen. Oh. Die Törtchen da oben sind natürlich auch mega süß, ne? Mit den ganzen Charakteren. Sandwiches. Guck mal, bevor ich hier bestelle, schauen wir noch, was es auf der anderen Seite gibt. Hier gibt es so ein Muffin, Mickey shaped. Ein Chocolate flavored Donut. Ich weiß nicht, was ich will. Kann mich nicht entscheiden. Hier gibt es dann die Heißgetränke. Okay, ich guck mal, was ich essen möchte. Ja, ich habe mir jetzt was zu essen gekauft. Einmal einen Cranberry Mini Muffin. Einmal so ein Pork irgendwas, also irgendwas mit Schwein, mit Mickey drauf. Und ein Kaffee. Ich habe für drei Sachen 105 chinesische Yuan bezahlt. Also das nenne ich mal Breakfast with a View. Ah, guck mal da, Chip and Dale. Auch die laufen gerade die ganzen Charaktere vorbei und gefühlt eine ganze Parade hinter denen. Gerade ist Cookie N vorbeigelaufen, also es ist wirklich crazy. Und hier warten auch schon die Leute für irgendwas, ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Ja, ich habe schon gerade mal reingebissen. Das sieht so aus. Das sieht ein bisschen wie Hackfleisch aus. Geschmacklich, also ist nicht schlecht. Haut mich aber jetzt auch nicht um. Ist okay. Ich brauche was im Magen. Aber ein schöner Platz hier. Also dieses Café hier ist echt süß. Hi! Da haben wir Cookie Ann. Oh, süß. Ganz toll unterschrieben hat sie. Also wir sind ja so gestern gegen 11:30 reingekommen, da war die Mickey Avenue viel leerer. Ich glaube, jetzt kommen halt alle rein um die Uhrzeit. Wir haben jetzt 4 Uhr, kurz vor 10. Dementsprechend noch super viel los bei den Charakteren. Gestern war tatsächlich nicht so viel los, als wir hier reinkamen.
Und ja, hier habt ihr Chip 'n Dale, die natürlich auch hier sehr beliebt sind in Asien. Da hinten haben wir Cookie Ann. Da wollen wir, also da braucht man sehr viel Sitzfleisch. Ja, aber hier kann man also in kurzem Radius viele Charaktere treffen. In kleinen Radius. Was soll das? Ja, hier haben wir jetzt sogar Duffy und Shelly May zusammen. Richtig süß. Aber ich muss sagen, vom Gesicht her fand ich die Charaktere in Hongkong ein bisschen hübscher. Aber natürlich auch wieder Schlangen über Schlangen. Hier haben wir mal den Hasen. Shelly Lu, glaube ich. Ich hab's nicht so mit den Namen, aber hier da. Oh Gott. Kommt gerade ein Fotoshooting. Also die Tasche hier ist der Renner hier anscheinend. Geht hier weg wie warme Semmeln. Mit allen Charakteren drauf. Ich finde sie auch sehr süß, muss ich sagen. Ich glaube, ich muss sie mir leider mitnehmen. Ich finde sie sehr süß. Und die gucken hier wirklich jeden Charakter an, wie er aussieht und so. Also die kauft hier aktuell den ganzen Laden leer, hier die Dame. Ich habe mir jetzt hier noch so ein Oolong-Tee mit Sahne irgendwie irgendwas geholt, weil ich jetzt mit meinen anderen Begleitungen jetzt hier bin. Ich wollte nur einen Kaffee trinken und deswegen habe ich mir jetzt hier noch sowas geholt. Sieht sehr spektakulär aus. Ich bin gespannt, aber der Becher allein, der ist super süß. Hier gibt es auch Seven Draws Mine Train und damit fahren wir jetzt eine Runde. Ist fast so ähnlich wie Orlando und auch genauso beliebt mit 75 Minuten Wartezeit. So, gehen wir mal Once Upon a Time Adventure mit 5 Minuten war das so eine Walkthrough-Attraktion. Schauen wir mal, was wir dort erleben können. Jetzt,
Wir gehen gerade im Schloss hoch.黑暗魔法阻挡着白雪公主找到真爱之吻。在最黑暗的时候，白雪公主需要找到可以信赖的朋友，您也许就是其中之一。来吧，走进她的世界，她在许愿井边等着您呢。 我得亲自动手了，不过首先我得乔装打扮一番，隐藏我王后的美貌。接下来是为白雪公主准备的。快走吧！哦，天哪，这么多脏碗盘，这样吧，趁他们不在，我们来把小木屋打扫干净。我的小帮手们到哪儿去了？哦，你也可以帮忙哦。 用手指一个小动物，小动物们就会去清理干净。吹着口哨工作，睡觉，要开开心心一起努力收拾这地方。哼一首快乐歌，唱着那歌儿一起工作，生活多快乐。来打扫这地方，把灰尘清扫光。 Also die Walkthrough-Attraktion hat mich echt positiv überrascht. Also man kennt es ja, dass man da so durchläuft und sich was anguckt, aber die war echt schön. Man läuft so ein kleines Grüppchen von Raum zu Raum und läuft durch das Schloss. Also wir gehen jetzt gerade wieder die Treppe runter.
Und ja, also war echt schön, die Geschichte von Schneewittchen haben wir gesehen. Top, also 5 Minuten Wartezeit, wir sind direkt durchgelaufen. Richtig schön. Als nächstes geht es auf Peter Pans Flight für uns. Übrigens ist es heute ein bisschen voller als gestern. Gestern war ja Montag, heute ist Dienstag. Die Wartezeiten sind länger, es waren mehr Leute auf der Straße. Also gestern war es echt angenehm. Kann sein, dass es morgens geregnet hat und es viele abgeschreckt hat. Oder am Wochentag. Aber es geht immer noch. Also es ist immer noch angenehme Wartezeiten. Angenehm. Relativ. Ist okay. Ich glaube, Zootopia heute, der Eingang ist 20 oder 30 Minuten und die Attraktion ist auch nur bei 40, 50 Minuten. Vielleicht geht es gegen Abend wieder runter. Flight gibt es ja auch in anderen Parks, wie wir wissen. Aber hier, der ist auch mal wieder ein ganz anderes Level. Man merkt halt, dass der Park relativ neu ist, 2016 ja eröffnet. Und die Attraktionen sind dann halt auch viel besser. Ist erstmal viel länger, nicht so ruckelig, nicht so schnell vorbei mit den Leinwänden und so. Also ist echt eine schöne, schöne Fahrt auf Peter Pan's Flight.
Wir gehen jetzt was essen, und zwar bei Donald's Dine and Delight. Habe ich gehört, soll sehr lecker sein. Meine Mama hat sich eine Champignonsuppe bestellt. Ihr seht, den Mickey hat die Suppe ein bisschen beim Tragen übergeschüttet. Aber ihr seht noch den Mickey. Ja, was ich gleich esse, zeige ich euch auch noch. Hier haben sie Latte bestellt. Hier erkenne ich Donald. Das ist auch Donald. Ich weiß es nicht so genau. Und ich habe einen Jasmin-Tee. Hier haben wir einmal die frittierten Sachen. Zwiebelringe. Was war das? Weiß ich nicht mehr. Und Chicken. Was war das? Chicken und Fisch. Fisch. Ich habe die. Warte, erstmal hier noch der Burger. Einmal umdrehen bitte. Umdrehen. Das ist der Donald-Burger und ich habe die Spaghetti mit Jakobsmuscheln und Trüffel. Hier seht ihr Donald, hier seht ihr Mickey. Also das Essen ist hier echt süß. Das Essen war sehr, sehr lecker und wir haben uns kurz aufgewärmt. Es war so kalt. Und ja, ich habe jetzt die letzte Show von Street irgendwas leider verpasst. Die läuft gerade zurück. Es war einfach so kalt nach der anderen Castle-Show, die auch sehr schön war übrigens. Mussten wir uns aufwärmen, aber ich kann jetzt nur kurz schnell das Ende noch ein bisschen filmen. Kaffee! Ja, die habe ich jetzt leider, wie gesagt, verpasst, aber das Problem ist, dass für einen guten Spot für diese Show die Leute schon echt früh angestanden haben. Und es ist heute einfach so kalt wegen dem Wind. Seit heute Mittag hat der Wind zugenommen, deswegen habe ich jetzt auch noch einen Poncho von meiner Mama bekommen, weil die sind jetzt ins Hotel gegangen. Ich muss jetzt mal hier kurz Pause machen. Ein Marvel-Bereich gibt es auch. Gehen wir jetzt mal kurz reinschauen. Ja, da war es gerade zu laut. Also wie gesagt, das ist so eine Art mit Showstopp vom Schloss auf dieser Straße und da standen schon immer so früh so viele Menschen und ich bin ja noch ein bisschen erkältet, ihr hört es vielleicht an meiner Nase mittlerweile, die läuft mir schon den ganzen Tag und deswegen habe ich gesagt, okay, muss ich die Show jetzt leider skippen, ist halt so. Ja, sieht auf jeden Fall sehr schön aus, auch mit vielen coolen Charakteren, wie es Traurig von Alles steht Kopf oder May von Red, also von dem Panda. Ja, ist jetzt halt so. Jetzt gehen wir aber mal in den Marvel-Bereich. Es gibt ja einen kleinen Marvel-Bereich, aber ich glaube, so begehrt ist er jetzt nicht. Aber hier ist wenigstens warm. Kann man sich schön aufwärmen. Was einige auch machen. Also hier kann man auch einige Marvel-Charaktere treffen, wie Spider-Man und andere. Wen haben wir da? Oh, Thor. Ich glaube, der macht schon zu. Um 17.30 Uhr. Ja. 17.30 Uhr hat er zugemacht, aber es ist auch nicht der hübscheste Thor. Aber hier kann man Thor treffen. Aber es gibt noch andere Charaktere. Spider-Man bis heute Abend. Und da hinten steht noch jemand. Oh, hier haben wir so einen kleinen Merch-Shop.
5 Minuten. Ja, komm, wir stellen uns mal hier an. Wer auch immer da, da steht. 5 Minuten. Mal schauen. Wen haben wir denn da? Die laufen alle zurück. Die haben keinen Bock mehr. Ach, hier. Ant-Man. Hallo. Welcome. How are you? Yes, only me. Hi, how are you? Hello. Good? Ja, ich komme gerade aus dem Marvel-Bereich und sehe, dass diese Parade von eben nochmal einen Showstop hatte, hier in der Nähe von Tron. Weil ich euch den Toy Story Bereich noch nicht gezeigt habe und das jetzt noch machen will, bevor ich ins Hotel gehe. Ja, also lohnt sich mal, die Shows vielleicht vorher mal zu schauen, um zu gucken, wie sie überhaupt laufen. Also, das war jetzt schlecht von mir vorbereitet. Ja, aber vielleicht sehe ich jetzt noch ein bisschen was und kann es dann euch noch ein bisschen zeigen, weil die winken gerade noch. Ich beeil mich mal. Ich bin jetzt im Toy Story Bereich und den zeige ich euch natürlich auch ein bisschen. Hier gibt es einmal die Attraktion, die ist ähnlich wie die Alien Attraktion in den Hollywood Studios in Orlando. Man dreht sich auch so in sich selbst, aber halt mit den Pferden jetzt hier. Hier haben wir Jessie und Woody. Hi! Hier gibt es einen Merch-Shop. Schauen wir doch mal rein. Und uns ein bisschen aufwärmen. Also ich. Hallo! Oh! Warm. Ja, Lotso Sachen gibt es hier natürlich. Ist ja klar. Oh, der ist ja süß, der schlafende Lotso. Großer Lotso, kleine Lotsos. Welche Attraktion wir natürlich kennen, ist RC Racer. Gibt es hier auch. So wie auch in Hongkong. Und welche Attraktion wir auch kennen aus Disneyland Paris ist Slinky Dog. Gibt's hier auch. Also auch wieder Attraktionen, die wir auf jeden Fall kennen, außer das jetzt mit den vergessen mal den Namen. Ihr sagt es mir immer wieder, wie das Pferd heißt. Ich vergesse es immer wieder. Naja, auf jeden Fall gibt es ja hier auch diesen Slinky Dog Dash, heißt es glaube ich auch hier. Ja. Kleiner süßer Toy Story Bereich, so ähnlich wie in den Walt Disney Studios bei uns. Ja, ein schöner Toy Story Bereich, muss ich sagen, gefällt mir echt süß. Gefällt mir echt süß. Also die Kälte steigt mir auch mittlerweile zu Kopf. Plus die Erkältung, die ich habe.
Hier haben wir überall noch die Soldiers bei den Toiletten. Ja, also langsam wird es echt kalt. Jetzt vor allem, wenn die Sonne jetzt auch gleich weg ist. Ja, aber ein sehr schöner Toy Story Bereich. Okay, ist ein bisschen größer als Walt Disney Studios, wenn wir den hinteren Bereich da jetzt auch noch mit dazu nehmen. Ah, ich glaube, da kann man auch Lotso treffen. Ich weiß, jetzt bin ich jetzt nicht sicher. Oder da vorne, wo man Woody und Jessie treffen konnte. Aber man kann ja Lotso auf jeden Fall auch treffen. Aber da müsst ihr euch auch auf riesenlange Wartezeiten einstellen. Was gibt's denn hier noch? Warum stehen die hier alle? Hier mal gucken. Ach, das ist Buzz Lightyear-Attraktion, glaube ich, zumindest. Zum Schießen. Aber hier, die stehen auch für irgendwas an. Ich gehe mal gucken. Gehen wir mal schauen, was es hier so gibt. Ach, hier sind so Minispiele. Kann man hier dann spielen? Spielen hier alle so Minispiele. Hier. Das sind so Minispiele hier auch. Hier kann man so schießen. Ah ja. Dafür stehen die hier alle an. Krass. Also bräuchte ich jetzt nicht. Anscheinend kann man ja auch was gewinnen. Ihr seht hier Pins. Richtig süß. Also deswegen sind die Schlangen hier so lang, weil man hier halt so Geschenke bekommt. Ja. Süß. Und hier gibt es dann wahrscheinlich auch was. Ja, so Entenangeln mit Ferkel. Heißt ihr überhaupt Ferkel? Ja, es ist Entenangeln. Also wie so eine kleine Kirmes hier. Auf jeden Fall süß gemacht. Ja, das müssen wir jetzt nicht machen. Aber ich habe es euch gezeigt. Und ich werde jetzt langsam Richtung Ausgang gehen. Vielleicht noch ein Foto bei Walt's Statue machen, aber mir ist so kalt. Und dann werde ich noch in World of Disney gehen, die letzten Sachen kaufen und dann nach Hause, also ins Hotel gehen. Ich muss heute noch packen und es ist heute, der Wind ist so eisig und ich bin eh schon erkältet und war seit heute Morgen um 7 Uhr unterwegs und deswegen, ja, muss es für heute dann auch gut sein. Also irgendwann, ja, ich würde mir natürlich noch gerne ein paar Sachen angucken, aber ich habe jetzt alles gesehen aus dem Park, außer den Rapunzelturm. Aber da ist sonst nichts und das ist mir jetzt zu weit weg. Und Tron wäre ich gerne noch mal gefahren, aber ja, ist mir jetzt auch zu kalt. Im Tomorrowland gibt es noch diese Attraktion hier, die, weiß nicht, so eine Mischung aus Dumbo ist. Und ich weiß nicht, ob man sich noch dreht irgendwie. Ich glaube schon. Da so Knöpfe. Oder ob es nur hoch und runter geht. Also es überschlägt sich keiner, weil die auch Kopfüberbügel haben, aber nö, geht nur hoch und runter. Meine letzte Attraktion wird Buzz Lightyear Planet Rescue sein. Das ist auch, wie wir das kennen, aber ich wollte es mal gucken, vielleicht bin ich hier treffsicherer und 5 Minuten ist okay. Seht ihr eine Bühne, die aktuell leer ist, aber da könnt ihr auch Baymax treffen. In der App steht keine Uhrzeit und ich weiß von Brina, dass ihr damals gesagt wurde, es ist ein Magical Moment. Das heißt, man weiß nicht, wann Baymax kommt. Wenn ihr unbedingt Baymax treffen wollt, müsst ihr euch da wahrscheinlich auf gut Glück irgendwann hinstellen und einfach warten. Ja, das ist das Tomorrowland mit Tron, mit Buzz Lightyear, mit dieser komischen
Orbitron-Attraktion. Und ja, mir gefällt es ganz gut. Aber das habe ich gestern ja schon gesagt im Video. Ich finde, die Themenbereiche schwimmen so ineinander über. Ich weiß nicht, ob es positiv oder negativ ist, aber irgendwie gibt es nicht so klare Abgrenzungen. Also irgendwann auf einmal steht man dann im Fantasyland und auf einmal steht man dann, keine Ahnung, im Tomorrowland und im Toy Story Land. Also es ist nicht so eine klare Abgrenzung, wenn ihr wisst, was ich meine. Außer Adventure Isle, das ist ausgeschildert. Ich weiß nicht, ob die anderen ausgestellt sind, ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Aber ich weiß nicht, ob euch das vielleicht dann auch so aufgefallen ist, wenn ihr immer hier wart. Hier gibt es übrigens noch Stitch Encounter, also sowas wie Stitch Live bei uns in den Walt Disney Studios. Gibt es hier auch. Und hier ist noch schon so ein schöner Brunnen. Ja. Und das waren alle Bereiche, die ich gestern und heute euch gezeigt habe. Also Tomorrowland gefällt mir echt gut, mit Tron auf jeden Fall. Also Tron ist schon eine geile Attraktion. Kann man nicht drum rum reden. Ja. Ich gehe jetzt mal Richtung Ausgang. Ja, langsam heißt es Abschied nehmen. Auch aus Shanghai. Der Urlaub ist offiziell fast zu Ende. Morgen geht's zurück. Ich würde jetzt sagen ins kalte Deutschland, aber hier ist es genauso kalt oder wahrscheinlich noch kälter. Also ja, der Ernst des Lebens kommt wieder. Aber ja, die letzten Minuten hier in Disneyland Shanghai genießen. Ja, ich hoffe, der Content hier aus Disneyland Shanghai hat euch auch gefallen. Und ja, ich beende jetzt das Video. Wie gesagt, ich gehe jetzt noch zurück ins Hotel, noch kurz was im World of Disney shoppen. Im Downtown. Das Downtown habe ich euch gestern ein bisschen gezeigt im Vlog. Und ja, jetzt drehe ich wieder die Kamera. Das wollte ich nicht. Moment. So, hallo, da bin ich wieder. Ich wollte euch zentrieren. Ja. Ich vlogge ja die ganze Zeit eigentlich fast nur mit der Osmo Pocket 3. Jetzt im Urlaub, weil es einfach praktischer war. Wo ich ja auch im Disney Hongkong und hier immer gewechselt habe manchmal, weil Akku oder Bild oder so, ja. Genau, also ich hoffe, die Videos hier aus Shanghai haben euch auch gefallen und haben euch einen Eindruck gegeben, wie es denn hier so ist in Asien, in den asiatischen Parks. Und wie gesagt, mein Fazit dazu, wie ich es finde, bekommt ihr dann auch noch in den Tipps-Videos. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.